Mein Name ist Molly Bloom. Sie kennen mich? Ich habe Ihre Anklageschrift gelesen und Ihr Buch gekauft. Ihnen wird vorgeworfen, illegales Glücksspiel zu betreiben. Nehmen Sie mich als Mandantin an? Meine Partner werden wohl kaum die Pokerprinzessin vertreten wollen. Eine Prinzessin hätte wohl kaum geschafft, was ich geschafft habe. Ich habe kapiert, dass Sie nichts von mir halten, aber vielleicht liegen Sie mit all Ihren engstirnigen Vorurteilen ja schlichtweg falsch. Würde mich überraschen. Ich habe alle Namen in dieser Geschichte geändert, außer meinen eigenen. Hey Molly, bei meiner wöchentlichen Pokerrunde in der Cobra Lounge hilfst du mir. Ich war in einem Raum mit Filmstars, Regisseuren und Wirtschaftsbossen. Es ging auf volles Risiko, jedes Mal. Danke, Molly. Das ist für dich. Vielen Dank. Irgendwann war es an der Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Jeden Dienstagabend in dieser Suite. Mindesteinsatz 250.000. Das wird eine Riesenwelle machen. Spielen wir. Sie haben 8 Jahre in Hollywood und 2 Jahre in New York die exklusivste und dekadenteste Männerhöhle betrieben. Und die anderen Namen hier auf Ihrer Anklageschrift? Klartext, wie weit reichen Ihre Verbindungen zur Russenmafia? Du steckst da so tief drin. Die schulden dir inzwischen schon 2,8 Millionen. Irgendwann platzt die Bombe. Du hast ein Multimillionen-Business aufgebaut. Nur mit Köpfchen. Ich werde mich vor Gericht verantworten müssen. Niemand ist vollkommen. Es gibt ein neues Angebot. Völlige Straffreiheit, wenn wir die Festplatten aushändigen. Sie wissen, was da drauf ist. Familien, Leben, Karriere würden zerstört werden. Warum sind Sie dann auf sich allein gestellt? Wo sind die Leute, die Sie schützen, weil Sie nicht die ganze Geschichte erzählen? Woodruff, Sie wurden positiv auf HIV getestet. Haben Sie jemals intravenös Drogen injiziert oder sind Sie vielleicht homosexuell aktiv gewesen? Homo? Haben Sie das gerade gesagt, Homo? Die Blutproben sind nicht von mir. Ach, Mr. Woodruff, wir schätzen, dass Ihnen noch 30 Tage bleiben. Eine kleine Neuigkeit für euch. Nichts tötet einen Ron Woodruff in 30 Tagen. Ein Protein, absolut nicht toxisch. Und das kann man nicht in den USA kaufen. Nicht zugelassen. Damit ließe sich doch ein Vermögen verdienen. Irgendwas zu verzollen? Nada. Die Einfuhr und der Verkauf illegaler Medikamente ist ein ernstes Vergehen. Sie sind nicht illegal, bloß noch nicht zugelassen. Ich hab dich gesucht, Lone Star. Hör zu, Tinkerbell. Entweder kriege ich mehr Geld oder neue Kunden. Sonst habe ich zu tun. Du verdienst unsere Mäuse nicht. Du kriegst 5%. 25. Friss oder stirb. Willkommen im Dallas Buyers Club. Sie spielen Arzt? Die behandeln sich selbst. Ich verkaufe keine Medikamente, sondern Mitgliedschaften. Walker, Dorsett, das sind Patienten. Ja, Sir. Das sind auch die Namen von Spielern der Dallas Cowboys. Ist ja ein irrer Zufall. Der Gerichtsbeschluss gestattet die Beschlagnahme aller nicht von der FDA zugelassenen Medikamente. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Checken Sie Amsterdam, China und Israel. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wieso sind wir hier? Ein schickes Restaurant, eine wunderschöne Frau. Da hat man das Gefühl, wieder ein Mensch zu sein. Mr. Woodruff. Dauernd sterben, Leute. Sie sind nichts als ein gewöhnlicher Drogendealer. TJ, das ist Rayon. Beschissener Schwuchtel. Ich habe nur ein Leben. Es soll was bedeuten. Just let me be your ticket home. Wenn dein Mut sich dir verweigert, übertrifft deinen Mut. Emily Dickinson und Cheryl Strayed. Oh mein Gott, was habe ich getan? Es tut mir leid, dass du 1000 Meilen laufen musst, nur um... Beende den Satz. Warum muss ich 1000 Meilen laufen? Gute Reise, Cheryl. Turn away from the sound of your own voice. Fühlst du dich einsam? Im echten Leben fühle ich mich einsamer als hier draußen. War wohl eine harte Trennung, was? Trennung ist etwas zu kurz gefasst. Oh, wie sehr ich dich liebe. Ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Meine Mutter war die Liebe meines Lebens. Komm zurück! Sie nehmen Heroin und sie schlafen wahllos mit jedem. Ah!
mal daran gedacht, aufzugeben? Nur alle 2 Minuten oder so. Ich habe schon oft aufgegeben. Bei meiner Arbeit, bei meinen Ehen. Bereuen Sie irgendwas davon? Ich hatte keine Wahl. Es gab auf meinem Weg nie eine Gabelung. Hier sind ein paar Fragen, die ich mir stelle. Was, wenn ich mir vergebe? Was, wenn es mir leid tut? Aber selbst wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich nicht eine Sache anders machen. Was, wenn all das, was ich getan habe, mich genau hierher gebracht hat? Zeig deine wahren Qualitäten. Mein schlechtes Urteilsvermögen. Dein Sinn für Humor. Oh, oh, oh. Euer Majestät. Mr. Churchill. Ich ersuche Sie, das Amt des Premierministers zu übernehmen. Er ist ein Schauspieler, verliebt in den Klang seiner Stimme. Seine Majestät sitzt auf dem Thron und wartet. Und ich sitze hier auf meinen Thron. So leid es mir tut, ich kann mich nur um eine Scheiße kümmern. Eine Flasche Champagner zum Lunch, eine weitere zum Dinner. Darauf, dass wir es möglichst nicht versauen mögen. Dass wir es möglichst nicht versauen mögen. Der Untergang Westeuropas steht kurz bevor. Sie fragen nach unserem Ziel. Sieg um jeden Preis. Sie deuten an, wir würden gewinnen. Das tun wir nicht. Ziehen wir uns wirklich vollständig zurück? All unsere Truppen sind jetzt in Dünkirchen, wo wir sie nicht erreichen. Sie treiben uns in die See. Da wäre die Frage der Friedensgespräche zwischen uns und Deutschland. Europa ist verloren. Dieser Tyrann. Das ganze Gewicht der Welt lastet auf deinen Schultern. Wie viele Männer werden überleben? Wenden Sie sich ans Volk. Sagen Sie ihnen die Wahrheit. Was wir entfachen müssen, ist ein heldenhafter Widerstand. Bis zum Ende zu kämpfen hat nichts Patriotisches. Jetzt ist die Zeit zu verhandeln. Wann wird man das endlich begreifen? Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul! Ich übernehme die volle Verantwortung. Wirklich? Wirklich, ja, Sir! Das ist der Grund, warum ich auf diesem Stuhl sitze! Sei du selbst. Ich selbst. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen. Und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Hast du schon mal durch eine dicke Milchglasscheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich meinen Traum nicht auf. Aber wie soll denn das gehen? Ich werde üben. Dann darf ich Sie bei uns begrüßen. Danke. Herr K., warte. Mein Name ist Fried, ich bin der Personalleiter hier. Entschuldigen Sie. Max Schröder. Unser Termin war vor über einer Stunde. Vollsperrung, ich kam wieder vor und noch zurück. Haben Sie vielleicht im Radio gehört? Ich hab's gehört. Ich schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Danke. Keiner hat was gemerkt. Die haben die ganze Zeit gedacht, dass ich ganz normal sehen kann. Ich wusste, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Siehst du, also bitte verrat's keinem. Das kann ich nicht. Du solltest sie jetzt mal sehen! Links, 6 Stufen. Sorry, 7 Stufen. Dauer! Ich bin übrigens Sani. Ihr Frühstück ist da. Sieht das nicht verführerisch aus? Sehr verführerisch. Wir reden alle durcheinander, ich kann mir das heute nicht merken. Vielen, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Wo ist er denn? Da, im Sandkasten. Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das sie so mühevoll aufgebaut hast, mit dem Arsch wieder einzureißen. Sally, was ist los? Was, Kassel? Mann, Sally, such mit! Ich kann nicht mitsuchen, ich kann nicht sehen! Raus hier. Das war immer mein Plan.
lassen Sie mich zeigen, dass ich es schaffen kann. No way. Was willst du? Ja! Ich werde das Träumen nicht aufgeben, auf keinen Fall. Ich will, dass dieser Krieg vorbei ist. Los, los, Bewegung! Der britische Geheimdienst hat uns Informationen zu einem Wissenschaftler übermittelt. Ein Raketentechniker. Sie wollen, dass ich Ihnen eine neue Art von Waffe baue. Kernspaltung. Ich habe einen Befehl aus dem Führungsstab, Ihren Trupp für diese Mission abzufordern. Die Nazis halten ihn gefangen. Wir wollen ihn haben. Diese Männer wünschen, dass ihr etwas erledigt für sie. Ihr werdet nach Polen fahren, heute Nacht. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und genau das werden wir tun. Ja, Sir. Ich biete Ihnen einen Ausweg, eine Chance auf Freiheit, die Aussicht auf ein richtiges Leben. Ich weiß, Ihr Land will, dass ich an deren Forschung arbeite. Jeder Deutsche in der Gegend sucht nach ihm. Entdeckung! Zum Treffpunkt sind es 20 Meilen durch feindliches Gebiet. Das ist Hitlers Hinterhof. Fabian ist der Schlüssel, um diesen Krieg zu beenden. Es wird Zeit. Sind Sie fertig? Panzer auf 2 Uhr! Wie fängt man eine große Liebesgeschichte an, von der man weiß, dass sie bald enden wird? Wenn es klappen soll mit dem Leben, dann muss man es lieben. Und zwar bedingungslos. Und sofort. Lass uns losgehen! Denn es kann ganz plötzlich vorbei sein. Wenn das so ist, wie Sie sagen, dann wie lange? Vielleicht bis Weihnachten. Dieses Weihnachten. Steffi. Ich heiße Steve. Steffi ist weg. Sie ist mit diesem Zirkustypen unterwegs. Ich fahre hier hinterher. Ich pack schnell ein paar Sachen. Der Weg ist das Ziel, sagt man. Ich bin auf dem Weg nach Paris. Ich sauf hier, du laberst Scheiße. Manchmal kann der Weg so schön sein, dass man das Ziel glatt vergisst. Kann man auf Kühen eigentlich reiten? Ah, fuck, das war echt eine Scheißidee. Ich weiß nicht, ob ich das, was so schön war, am meisten vermissen würde. Oder das, was ich nicht mehr geschafft habe. Steffi? Steffi! Hi, ich bin Steve. Was? Ich hole den Glassplitter aus dem Hintern. Was hat sich tätowiert? Gott, du kannst ein Arsch sein. Arsch. Ist es die Krankheit? Nee, ist der Tequila. Letztes Jahr haben 100 Millionen Zuschauer die Wahl der Miss World verfolgt. Mehr als bei den Mondlandungen und dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Wunderschön, Schatz. Mom, nicht. Du und deine Schwester, ihr habt früher so gern Miss World gespielt. Wir haben auch gern unsere eigenen Puppe gegessen. Sie dürfen keine Makel haben. Und wenn die Maße nicht 90, 60, 90 sind, dann sind die Kurven nicht an den richtigen Stellen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass Schönheit nicht alles dabei ist. Ja. Die Mädchen kriegen auch Noten für Charme, Haltung, Anmut. Badeanzüge. Die Proben für den Wettbewerb haben begonnen. In alphabetischer Reihenfolge, kommt schon. Jugoslawien, was willst du hier oben? Das ist A. Ich bin die erste schwarze Südafrikanerin, die teilnimmt. Ich bin die erste Miss Grenada. Ladies and Gentlemen, Mr. Popo. Das letzte Mal, als Bob zu Gast war, hat er die Gewinnerin mit nach Hause genommen.
Wir machen aus der Unterdrückung ein Spektakel. Machen wir unser eigenes Spektakel draus. Wir infiltrieren das Theater. Wir rauchen nur und observieren, wie in einem Gangsterfilm. Wenn ich gewinne, wird es kleine Mädchen geben, die vielleicht anfangen zu glauben, sie hätten auf dieser Welt einen Platz. Wir sind schwarz. Wir werden nie Miss World. You don't own me. Wir sind nicht auf dich wütend. Ich freue mich darauf, deine Optionen im Leben zu haben. Man kriegt nur einen Haufen Blitzlichter ins Gesicht. Ich bekomme nicht so viele Blitzlichter. Bitte halten Sie mich nicht für einen Rüpel, der nie eine Frau im Team haben will. Ich bin immer gerne mit einer Frau im Team. Scheiß drauf. Schäm dich, Popo! Der heutige Abend könnte der Anfang von etwas sein, Bob. Dieser Wettbewerb zwingt uns, Konkurrentinnen zu sein. Und er macht die Welt für uns alle kleiner. Warum sollte eine Frau sich ihren Platz in der Welt verdienen müssen, indem sie besonders aussieht? Sie müssen es nicht, er muss es nicht. Warum müssen wir es? Ich war sehr lange weg und du wusstest nicht, ob ich überhaupt wiederkomme. So kann ich nicht nach Hause kommen. Ganz ruhig, ich bin's. Berichte über Deserteure häufen sich. Wir müssen den Leuten klar machen, dass wir sowas nicht akzeptieren. Es ist schön, dass du wieder Farben trägst. Er ist ganz verrückt nach dir. Hör jetzt auf, Marie. Ich möchte gern wissen, wenn ein Mann sehr viel in meinem Haus gewesen ist. Unser Haus. Begreift es doch. Das ist reine Prostitution. Zum Teufel machst du hier? Espen lebt. Und sie weiß Bescheid. Dass wir mit Konsequenzen haben, das verspreche ich dir. Was habe ich getan? Das sind die Turbulenzen in den Wolken. Du hast gar keine Ahnung, was ich hier oben durchmache. Warte, Christine! Ich erkenne dich nicht wieder. Und jetzt muss ich wieder auf dich warten. In der Liebe und im Krieg, mein Junge. In der Liebe und im Krieg. Du sollst nicht wieder auf mich warten. Ich gehe auf keinen Fall zurück in den Krieg. Ich sterbe dort. Aber ich möchte nicht flüchten. Ich gehöre hierher. Wir sind im Krieg. Wir tun alles, um zu überleben.